herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist Freitag und ja, ich weiß, dass ich hier einen Schokofleck auf meinem Pulli habe. Und dass mein Stuhl schon wieder die ganze Zeit quietscht. Aber ich wollte heute mal wieder vloggen und genau deswegen mache ich das heute. Ihr seht wahrscheinlich schon, mein Face ist nicht so wie sonst. Ich habe nur meine Grundierung gemacht, weil ganz viele von euch immer fragen, wie ich meine Augen schminke. Und deswegen dachte ich mir, ich habe heute Morgen dran gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das mache, weil mich das wirklich super viele von euch immer fragen. Es ist nichts Spektakuläres, aber ja, das ist, wie ich meine Augen quasi schminke. Das mache ich auch eigentlich jeden Tag so. Und wenn ich feiern gehe, dann mache ich einfach eine etwas dramatischere Version von meinem Make-up. Ja, ich schminke mich aber auch allgemein schon relativ stark, würde ich sagen, an den Augen. But that's just what I like. Okay, also als erstes mache ich immer Wimperntusche auf meine unteren Wimpern. Ist eigentlich ganz egal, was für eine ihr benutzt. Ich benutze immer eine mit einer kleinen Bürste, damit ich die gut erwische. Ich habe jetzt auf meinen unteren Wimpern einfach ein bisschen Wimperntusche. Ich mag es auch, wenn die Wimperntusche ein bisschen leerer ist, weil dann wird es nicht so batzig irgendwie. Auf jeden Fall habe ich vorhin bei meiner Grundierung schon eine Base auf meine Augen gemacht. Und deswegen nehme ich jetzt einfach noch diesen NYX Lidschatten. Der ist auch schon super leer. Das ist die Farbe Own the Night. Und ich nehme einfach immer irgendeinen Pinsel. Ich nehme jetzt einfach den hier und trage das so ganz unordentlich. Einfach hier so in dieser Crease. Heißt das, glaube ich? Waschalgon. Ja. Auf, also aber auch nicht so viel. Ich möchte es nur ganz dezent haben, falls ihr das sehen könnt. Sieht gerade echt noch nicht so geil aus. Manchmal, wenn ich auch nur Uni habe oder so, dann lasse ich den Lidschatten quasi weg. Aber in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr Bock, mich zu schminken, weil mich sieht ja eh keiner. Für was dann auch hässlich aussehen. Keine Ahnung, es hat gerade überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, so sieht das dann aus. Es ist, wie gesagt, echt nicht so viel. Und dann nehme ich meinen Crease Brush von Zu Eva, love it, und tue das einfach verblenden. Also ich bin halt auch kein Schminkprofi, deswegen sieht das, glaube ich, auch gar nicht so geil bei mir aus. Aber für die alltäglichen Geschäfte reicht dieses Make-up völlig aus. Dann nehme ich noch einen Filz Liner. Also ich liebe die, vor allem die von L'Oréal Paris, der Perfect Slim Liner. Den benutze ich immer. Und mache mir einfach einen normalen Lidstrich plus einen ganz kleinen Wing, aber so einen geraden Wing. Ihr seht es ja gleich, wenn ich es gemacht habe. So, this is the eyeliner now. Übrigens, entschuldigt bitte die Lichtverhältnisse, aber es regnet seit Tagen nur. Ich hatte trotzdem Lust zu vloggen. Ja, an der Seite verkacke ich es immer so ein bisschen mit dem Lidstrich. Das ist immer mein liebster Lidstrich. Und wie ihr seht, er hat so einen ganz kleinen Wing. Und dann mache ich eigentlich gar nicht mehr viel. Ich biege jetzt noch meine Wimpern und tusche die. Meine absolute Favorite Mascara, egal was für High-End-Produkte ich schon versucht habe, ausprobiert habe, wie auch immer. Egal wie lange, wie viel Zeit vergangen ist, ich liebe die Isle of Extreme von Essence. Das ist meine liebste Mascara. Die benutze ich wirklich schon seit locker 6 Jahren oder so. Und ich gehe immer wieder zu der zurück, weil ich die so liebe. Die macht so geiles Volumen, aber auch Länge. Die verklumpt nicht. Die ist einfach lit. Ich liebe die. Die Wimpern sind getuscht und der letzte Schritt, den ich jetzt mache, ist einfach noch mit, den Pinsel, den ich vorher verwendet habe, der hat so eine dickere und so eine dünnere, festere Seite. Und mit dieser dünneren, festeren Seite gehe ich jetzt nochmal in diesen Lidschatten und mache einfach meinen unteren Wimpernkranz nochmal ein bisschen dunkler. Das ist jetzt mein fertiges Make-up. Also ich weiß schon, dass meine Augen relativ stark geschminkt sind, aber ich mag das persönlich einfach so. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Genau, ich fühle mich so einfach am wohlsten und das ist mein Lieblings-Make-up. Ich trage das, wie gesagt, jeden Tag. Und wenn ich feiern gehen würde, würde ich einfach den Lidschatten ein bisschen mehr, also ein bisschen stärker machen oder eventuell auch einfach so feiern gehen. Genau, und jetzt starten wir ganz normal in diesem wundervollen Tag zusammen. Yay! Ich habe auch mega viel Uni-Zeug zu tun. Also irgendwie, mir hat auch letztens eine
ein Video geschrieben, ob ich das Gefühl habe, dass das Niveau im Master angestiegen ist. Also entweder die laden gerade ungefähr schon die Sachen für die nächsten 2 Wochen hoch oder es ist einfach nur krass hart viel. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich muss heute 4 Vorlesungen in Marketing durchgehen. Also die gehen dann halt immer so, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Die möchte ich heute unbedingt fertig machen, damit ich schon mal in Marktforschung und Price Management durch bin. Also für die Woche quasi, beziehungsweise für das, was sie hochgeladen haben. I don't know. Und dann muss ich noch eine Fallstudie lesen, aber das dauert nicht so lange. Genau. Und dann wollte ich morgen und übermorgen schon mal mir die Themen auf meine Karteikarten zusammenfassen oder abschreiben, weil ich einfach jetzt im Master wirklich auch sehr gut sein will und deswegen von Anfang an schon mir die Sachen auf Karteikarten schreiben will. Also normalerweise habe ich quasi unterm Semester nie wirklich gelernt und habe am Ende des Semesters einfach angefangen zu lernen, aber jetzt will ich halt einfach schon während dem Semester mitlernen, damit ich das Beste so rausholen kann. Genau. Und deswegen, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal das Thumbnail bearbeiten für das Lookbook und das quasi fertig machen, damit ich das auf geplant stellen kann. Und dann werde ich die ersten Vorlesungen anschauen, beziehungsweise davor werde ich, glaube ich, auch noch was frühstücken. Und irgendwie habe ich jetzt Lust auf so einen Keks. Deswegen ist ich da jetzt wohl eigentlich. Ne? Ich habe das Video jetzt quasi auf geplant gestellt. Also das kommt dann um 11 online. Und ich habe irgendwie nicht so richtig Hunger. Also ich habe zwar gerade schon einen Keks gegessen, aber so richtig Hunger habe ich nicht. Ich versuche, also irgendwie, ich weiß nicht so richtig, ob Frühstücken was für mich ist. Ihr habt den Struggle von mir mitbekommen. Ich habe erst eine Zeit lang nicht gefrühstückt. Also normalerweise habe ich gefrühstückt, dann habe ich nicht gefrühstückt. Und dann wollte ich mir wieder angewöhnen zu frühstücken. Aber ich merke halt, dass das irgendwie, glaube ich, nicht was für mich ist. Also ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist ja auch egal. Ich werde jetzt erstmal die erste Vorlesung zumindest machen. Ich muss ja 4 Vorlesungen heute durchgehen und die erste werde ich jetzt mir mal anschauen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die ist. Ich glaube, eine halbe Stunde. Und dann gucken, ob ich Hunger habe. Und wenn nicht, dann mache ich halt gleich die zweite. Genau. Und dann machen wir mal so weiter. Ich hoffe, ich kriege das alles hin, wie ich es mir vorgenommen habe, weil dann wäre ich heute Abend wirklich stolz auf mich. Ich habe gestern auch den ganzen Tag durchgearbeitet. Also ich habe ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich stehe ja immer um 7 momentan auf. Und ich habe von quasi, keine Ahnung, 9 Uhr dann bis um 10:30 Uhr abends durchgearbeitet, weil ich was für eine Freundin ein Video geschnitten habe. Dann habe ich selber Vorlesungen gemacht, dann habe ich ein Lookbook gedreht, dann habe ich das Lookbook abends geschnitten. Also ich war echt exhausted gestern Abend und heute würde ich voll gerne mal so einen Abend haben, an dem ich chillen kann. Und genau deswegen will ich das jetzt heute alles erledigen und dann wäre ich echt super stolz auf mich. Und genau deswegen mache ich das jetzt auch. Ich wollte euch jetzt noch ganz kurz etwas sehr, sehr Cooles vorstellen. Und zwar ist heute an dem Tag, an dem ihr das Video seht, wieder ein Sonntag. Und ihr wisst vielleicht, dass Pure Lay jeden Sonntag eine neue Kollektion launcht. Und diesen Sonntag ist es die Glowing Lines Kollektion. Passend zum Muttertag und zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie sehr feminin ist, aber auch einige Glitzersteine hat und deswegen so, ja, sehr weiblich einfach gestaltet ist. Es gibt 14 Schmuckstücke und die Kollektion gibt es in Gold, Rose Gold und Silber. Ich habe hier netterweise ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Ich werde euch jetzt einfach mal kurz die Sachen ein bisschen zeigen. Ich werde euch in die Infobox einen Link setzen, da kommt ihr direkt zu der neuen Kollektion, falls ihr euch für die interessiert. Einer der Teile sind zum Beispiel diese Ohrringe. Finde ich wunderschön.
Der nächste Ohrring ist mal was richtig Besonderes. Und zwar sind das so zwei Ohrringe. Warte, ich muss das mal wieder fokussieren. So quasi zwei Ohrringe, also für beide Ohrlöcher. Und dann hängt das so, finde ich richtig cool. Ist auch mal was mega anderes. Dann diese wunderschöne Halskette. Es dreht sich leider die ganze Zeit, aber hat so Glitzersteine. Finde ich mega schön. Gibt es auch noch als Armband. Dann noch einmal diese Halskette. Finde ich richtig cool. Also die hat hier unten so auch wieder diese Glitzersteine und ist dann relativ rustikal geschnitten. Die kann ich mir so gut zu meinem weißen Crop-Top vorstellen. Mega geil. Also das ist mein Favorite. Und dann noch diesen Ring hier. Mega schön gemacht mit diesen Steinen und dann dem Gold. Ich finde, das sieht einfach so richtig schön, keine Ahnung, klassisch aus. Und die Kollektion beinhaltet noch viel, viel mehr schöne Schmuckstücke. Ich habe euch jetzt hier einfach mal so ein paar Sachen gezeigt, die mir besonders gut gefallen. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Kollektion in der Infobox. Schaut sehr gerne mal vorbei. Ich bin wirklich total begeistert. Ich liebe den Pure Lay Schmuck ja sowieso, das wisst ihr ja alle. Und vielleicht könnt ihr eurer Mama ja eine Freude machen. Und wenn ihr bis Mittwoch bestellt, dann kommt es auch noch passend zum Muttertag an. Also bestellt am besten bis Mittwoch etwas, falls ihr euch oder eurer Mama eine kleine Freude machen wollt. Gefühlt besteht jeder Vlog von mir mittlerweile auch nur noch aus Zeitraffer-Videos, wie ich mein Uni-Zeug mache. Ich weiß gar nicht, ob euch das so interessiert. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr das eher gut oder nicht findet. As we have seen, there are two components in the definition of price. Man Haargummi rein, wenn ich was für die Uni mache. Ich kann das irgendwie nicht mit offenen Haaren. Ich habe aber auf jeden Fall jetzt die erste Hälfte quasi gemacht. Also ich bin jetzt die ersten beiden Vorlesungen durchgegangen und jetzt ist 11:45. Jetzt werde ich kurz ein bisschen Pause machen, vielleicht auch schon Mittagessen und danach dann noch die nächsten beiden Teile. Und dann bin ich dann für heute, also dann lese ich noch eine Studie durch, eine Fallstudie und dann bin ich durch. Also ich hoffe, dass ich vielleicht so gegen 4 fertig bin, damit ich heute noch so ein bisschen chillen kann. Little Update, das ist jetzt mein Mittagessen. Ich werde das im Bett essen und YouTube-Videos schauen. Ich habe mir einmal einen Salat gemacht mit Salat, Pilzen und Gurke und dann das Kartoffelgratin von gestern aufgewärmt. I love Kartoffelgratin, meine Lieben. Ich kann es euch sagen, ich liebe das Zeug. Genau, deswegen werde ich das jetzt verspeisen und quasi so eine kleine Mittagspause machen. Also es ist jetzt 10:50 und ich schätze mal so, um 13:30 mache ich wieder weiter. Genug gechillt. Jetzt geht's weiter. Und ich bin Nivea-süchtig. I'm finally done mit Uni. Es ist jetzt 15:30. Und ich mache jetzt noch ein Bauchworkout. Bauchworkout machen wir heute zusammen. Nein, ich mache ein Bauchworkout, beziehungsweise zweimal das gleiche, weil ich das gut finde. Und ja. Mehr gibt's nicht zu sagen, Leute. Tschüss. I just switched the lane. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping the bass. Slap on everything. Swimming, sinking away. Cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses. I had to get back. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Samstag. Ich habe gestern nichts mehr gefilmt, werde aber heute einfach mal noch mal ein bisschen was filmen. Ich habe mir gerade einen frischen Saft gepresst und das ist so krass. Ich habe in diesen Saft 3 Orangen und eine halbe Zitrone reingemacht. Und normalerweise habe ich immer diese Handpresse benutzt. Also eigentlich ist das nur so eine Zitronenpresse. Und habe da aber auch meine Orangen mitgepresst und da kam ungefähr bei der gleichen Menge ungefähr so viel raus. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Tagen dieses Ding hier mal gekauft. Beim Müller habe ich mir
das gekauft. Es hat nur 20 Euro gekostet. Das ist halt so ein Citrus-Juicer. Und das ist so krass, wie viel mehr man damit rausbekommt. Ich habe es gerade auch schon gewaschen. Mega einfach und schnell zum Waschen. Ist voll gut. Ich bin richtig begeistert. Und vor allem kriegt man da halt viel mehr aus seinen Orangen raus. Genau, und deswegen werde ich mir das jetzt erstmal zum Frühstück gönnen. Beziehungsweise halt einfach so, um ein bisschen wach zu werden. Ich liebe frischen Orangensaft. Ich habe auch schon Wasser getrunken. Und währenddessen werde ich mich mal schminken. Ich habe mich jetzt ready gemacht, wie man unschwer erkennen kann, habe mich geschminkt und extra für diesen Vlog heute endlich mal einen anderen Pulli angezogen, weil ich die letzten Tage nur noch mit dem roten Pulli rumgelaufen bin. Auf jeden Fall sind meine Ketten nicht richtig, das muss ich kurz ändern. Ich werde jetzt gleich in die Stadt gehen und Karteikarten kaufen, weil ich heute anfangen möchte, meine Fächer auf Karteikarten zu übertragen. Ich glaube, das habe ich aber gestern auch schon erzählt. Auf jeden Fall, ich habe übrigens gestern auch mal die Pomelo-Maske benutzt oder Spülung. Also dieses in diesem Päckchen, um zu wissen, ob ich das wirklich empfehlen möchte. Weil, keine Ahnung, ich will mir da halt sicher sein, dass ich euch da nicht so ein Scheiß vermarkte. Vor allem, weil halt sehr, sehr viele schon dafür Werbung machen. Also, ich weiß nicht, ich glaube fast nicht, dass daraus eine Kooperation wird. Also ich finde es nicht schlecht, die Produkte, aber ich finde sie halt auch nicht so, also sie sind meiner Meinung nach einfach nicht so krass anders als Drogerieprodukte. Ich möchte ja auch gar niemanden schlecht machen, der jetzt quasi dafür Werbung macht oder so. Meiner Meinung nach ist es halt auch einfach so, dass manche Produkte für dich funktionieren, für mich funktionieren die gar nicht und umgekehrt. Es gibt kein Produkt auf dieser Welt, was nur, also was jedem gefällt. Und deswegen ist es halt immer so, wenn man für irgendwas Werbung macht, ist halt immer meine persönliche Meinung. Oder eben nicht Werbung macht. Das ist immer meine persönliche Meinung. Es kann aber bei euch trotzdem voll krass funktionieren. Oder eben genauso wie bei mir so mittelmäßig oder auch gar nicht. Also das kann man nicht pauschalisieren. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Naja, ich werde mich jetzt auf jeden Fall anziehen bzw. eine Hose anziehen und mich fertig machen. Ich hoffe, es regnet dann nicht wieder. Und dann gehen wir in die City. Ich freue mich irgendwie mittlerweile immer so ein bisschen, wenn ich mal raus darf. Und zumindest Karteikarten kaufen gehen darf. Richtig dumm, aber ja. Ich bin back aus der Stadt und habe mir gerade ein paar Chips reingepfiffen. Und habe Karteikarten gekauft, so Gummis, um die Karteikarten quasi immer festzumachen. Und ein neues Mäppchen. Oh, ich nerv mich so selber an der Kasse. Dachte ich mir dann auch so, das ist so krass unnötig, dass du das gerade kaufst. Aber ich liebe Mäppchen. Kennt das jemand von euch? Also ich bin so Mäppchen verrückt. Ich könnte jeden Tag ein neues Mäppchen kaufen. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zu Hause. Und ich habe ganz vergessen, euch mein ASOS-Paket zu zeigen, was angekommen ist. Ich habe jetzt schon die Sachen zurückgeschickt, die ich nicht behalte. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach nur die Sachen, die ich behalten habe. Ist nicht so viel. Viele schreiben mir auch immer, dass ich ja so viel shoppe. Aber ihr müsst beachten, dass ich euch auch die Sachen zeige, die ich nicht behalte. Also wenn so ein Paket ankommt und ich mache einen direkten Haul in meinen Vlogs, dann zeige ich euch halt alles und sage dann auch voll oft so, ich weiß nicht, ob ich das behalten soll. Und ganz viele Sachen behalte ich dann halt nicht. Und in letzter Zeit habe ich echt auch weniger geshoppt. Naja, ich mache jetzt kurz an dieses wunderschöne Stativ und dann zeige ich euch die paar Teile, die ich mir gekauft habe. Die sind echt super süß. Hier im Hintergrund seht ihr noch meine wunderschönen Chips, aber das ist jetzt egal. Auf jeden Fall habe ich mir bei ASOS ein paar Sachen bestellt. Und zwar einmal, da werde ich auch super oft auf Instagram nachgefragt, auch diese Strähne. Leute, guckt mal, mittlerweile ist sie so lang, aber sie steht halt immer noch ab. Ah, jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir einmal diese Schuhe hier bestellt. Ich wollte die eigentlich zum Laufen benutzen. Habe die auch auf Instagram gepostet und dann haben mir ganz viele geschrieben, dass sie nicht so gut zum Laufen sind. Ich habe auch eine super, super böse Nachricht bekommen. Dazu wollte ich noch sagen, ich freue mich mega, wenn, gerade auch wenn ich euch meine Workouts auf Instagram zeige oder egal was, wenn ihr mir da eure Tipps gebt, weil ich halt, was Sport angeht, überhaupt kein Profi bin. Das sage ich ja auch selber immer. Ich finde es einfach nur wichtig, dass man das nett ausdrückt und quasi nicht so böse Nachrichten schreibt, dass ich danach heulend im Bett sitze, weil mich das so verletzt, was die Leute schreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich mir diese Schuhe hier gekauft. Ich benutze die so zum Sport auch. Ich persönlich finde sie ganz gut auch zum Sport, aber ich trage sie auch so voll gerne im Alltag. Ich finde die einfach sau nice. Die haben so ein bisschen so einen Balenciaga-Stil irgendwie. Ich kann euch die Sachen auch gerne mal in der Infobox verlinken. Dann habe ich mir mal so was richtig anderes bestellt. Also irgendwie,
keine Ahnung, ich hoffe, dass ich sie auch wirklich im Sommer tragen werde, aber ich fand sie halt total schön, deswegen habe ich sie bestellt und behalten. Und zwar sind das diese Schuhe hier. Ich fand das halt voll gut, dass die nicht so einen hohen Absatz haben. Und die sind dann hier vorne so, kann man die so binden. Und das fand ich, sah eigentlich voll süß aus, zu so einem weißen Spitzenkleid im Sommer oder so und einer süßen Tasche, die irgendwie die Farbe hat. Fand ich mega schön, hat auch eine gute Qualität. Die sind auch von ASOS, also alles ist von ASOS. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ich finde die irgendwie super süß. Und halt solche Schuhe habe ich halt auch noch gar nicht. Und das sind nicht so hohe Schuhe, die ich nicht im Alltag tragen kann, sondern die kann man auch echt voll gut so im Alltag tragen. Das nächste Teil ist so süß und irgendwie momentan, wenn ich was bestelle, dann kommen die Sachen immer an und ich bin so gar nicht geflasht davon. Aber bei dem Oberteil war ich so geflasht, als ich es anhatte. Ich fand das so süß. Und zwar ist es das hier. Das ist so ein Blusenstoff. Wie ihr sehen könnt, hat hier dann so Raffungen und dann noch so ein Schößchen. Und das sieht so, so süß getragen aus. Ich finde die Farbe total schön. Also in Wirklichkeit ist es so ein bisschen gelber, aber auch wirklich so nur dezent gelb. Es ist relativ durchsichtig, aber ich ziehe da einfach so einen weißen Bandeau-BH drunter. Und dann sieht das so süß aus mit so einer weißen Shorts oder einer weißen langen Hose. Fand ich mega schön. Und dann habe ich einmal noch dieses super süße Shirt hier behalten. Das habe ich so im letzten Moment doch noch behalten. Ich habe das hier jetzt mal hochgekrempelt. Die Ärmel waren nämlich relativ lang und ich krempel die dann immer so hoch. Ich mag diese Waschung halt voll gerne. Und ja, also es ist sehr kurz, aber ich habe mir das mega cool zu einfach einer Sportleggings, einen längeren Sport-BH. Ich habe ja auch von Oceans Apart diese Cross-BHs, Sport-BHs. Und dann das drüber finde ich voll schön. Zum Sport oder einfach mal zum Chillen. Und deswegen habe ich das auch behalten. Ja, und das war auch schon quasi das, was ich behalten habe. Ich werde euch, wie gesagt, alles in der Infobox verlinken. Ich habe es mir jetzt an meinem Schreibtisch bequem gemacht und werde jetzt, ich habe übrigens diese coolen Gummis gekauft und zweimal diese großen Karteikarten, weil falls ihr mich noch nicht lange verfolgt, ich lerne immer mit solchen Karteikarten und werde jetzt schon mal anfangen, die ersten Vorlesungen einfach, oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Werde ich jetzt schon mal anfangen, die Fächer auf die Karteikarten zu übertragen, weil das habe ich eigentlich früher dann immer in der Klausurenphase gemacht, dass ich mir alles darauf zusammengefasst habe, beziehungsweise abgeschrieben habe. Aber ich glaube, das, keine Ahnung, ich bin einfach motiviert. Deswegen mache ich das jetzt schon und versuche immer so mitzulernen, damit ich halt in der Prüfungsphase echt so gechillt sein kann und nicht so Panik schieben muss, weil irgendwie habe ich schon ein bisschen Angst vor dem Master jetzt. So, my lovely party people, ich verlasse jetzt mal kurz meinen Arbeitsplatz und gehe in mein Bett, um Mittag zu essen. Ich habe mir wie immer Reis mit Gemüse gemacht. Diesmal habe ich Zwiebeln angebraten, Knoblauch ein bisschen frischen dazu gegeben, dann Pilze, ein bisschen Paprika sogar mal, Zucchini und Brokkoli einfach dazu gegeben und Avocado, because this is life-changing in this food. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt YouTube-Videos schauen, eine kleine Mittagspause machen. Es ist 2:30 und danach weitermachen. Also heute ist es eher so ein bisschen entspannt. Ich habe jetzt die Hälfte, glaube ich, bisher zusammengefasst. Möchte heute damit halt fertig werden, dass ich das Fach schon mal habe. Ja, also ist nicht so mit so viel Druck verbunden. Okay, ich habe jetzt fertig gegessen und werde jetzt weitermachen. Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr gerade. Also irgendwie bin ich gerade so richtig unmotiviert und würde am liebsten einfach mal so ein Bed-Day einlegen. Aber ich ziehe das jetzt durch und bin produktiv.